Willkommen heiße ich den Trainer unserer Gäste Sven Heyer vom VfL Nagold und den Coach des FC 07 Halbstadt Markus Bleuler. Ja, wir haben heute im sonnenüberfluteten Halbstadion vor 300 Zuschauern, dafür bedankt sich der FC 07 für die Resonanz, zwei grundverschiedene Hälften gesehen, aber mehr werden Sie jetzt aus den Statements der beiden Trainer entnehmen können. Wie immer möchte ich die Partie nicht werten, sondern verhalte mich völlig neutral. Und obligatorischerweise hat unser Gästetrainer jetzt das Wort und darf das Spiel aus seiner Sicht kommentieren. Bitte schön. Erstmal gratuliere ich dem FC 07 zum Sieg, den unterm Strich kann man sagen, dass es knapp verdient war. Auch wenn, wie so gesagt worden ist, die zwei Halbzeiten gut verschieden waren. Die erste Halbzeit war, denke ich, unsere mit Abstand schlechteste Halbzeit, die wir die Saison über gespielt haben. Das war bei uns das, was eigentlich unsere Stärke ist als Teamgeist, gar nichts vorhanden. Wir waren 11 Einzelspieler auf dem Platz und haben es dann eigentlich den Halbstandard einfach gemacht, die Tore zu machen. Sie waren einfach, ja, 2-0 war eigentlich zu wenig, hätte schon höher stehen können. Zweite Halbzeit, ja, die Mannschaft ist ein bisschen bei der Ehre gepackt, dann war es einfach grundverschieden. Wir haben da Chancen gehabt, Albstadt hat man gemerkt, wurde nervös, hat dann einfache Bälle auch weggeschlagen, einfache Fehler gemacht, wo wir dann einfach nicht nutzen konnten, weil man einfach sieht, im Strafraum sind wir dann teilweise doch zu harmlos, was schon die ganze Runde so übrig ist, dass wir einfach, ja, ganz klare Chancen brauchen, um ein Tor zu machen. Da haben wir es einfach versäumt, die Halbchancen dann in ganze Chancen umzumünzen, um zu unseren Gunsten vielleicht noch einen Ausgleich zu machen. Wir hatten mal die Druckphase nach dem 1-0, da Viertelstunde lang, denke ich, wo wir dran waren, auch das Unentschieden zu machen. Und ich denke, wenn da das 2-2 kommt, kann das Spiel auch kippen. Zu unseren Gunsten, ja, von dem her hätten wir aufgrund der zweiten Halbzeit vielleicht den Punkt verdient gehabt, aber aufgrund von dem ganzen Spiel war es unterm Strich dann insgesamt für uns zu wenig. Und da hat das 2-2-1 dann, kann man dann so stehen lassen. Von dem her, wir sehen, ich habe gerade Ergebnisse in der Oberliga, da steigt niemand ab und nach Württemberg, von dem her steigen wir uns 3 ab. Wir haben immer noch den Relegationsplatz und ja, den müssen wir uns verteidigen oder dann dementsprechend noch die Punkte holen, um vielleicht einen Platz gut zu machen. Albstadt wünsche ich alles Gute, vor allem für die neue Runde auch. Dankeschön. Na, vielen herzlichen Dank, Herr Heyer. Sind Fragen der Presse, heute Sandro Vitale, ich glaube, er schreibt für beide Lokalzeitungen, er nickt, also keine Fragen. Ja, unsererseits wünschen wir natürlich auch dem VfL Nagold viel Erfolg und in der Hoffnung, auch nicht nur aufgrund der geografischen kurzen Distanz, dass man sich die nächste Runde wieder sieht, das wäre ganz nett und ganz schön. Letztendlich kann man ja sogar von einem Lokalderby sprechen. Wir haben ein schönes Stadion im Sommer. Genau, ja, wir waren ja dort, da tut sich was, ja, das muss man sagen. Das Nagolder Stadion entwickelt sich sehr prächtig. Ja, und jetzt kommt der Trainer des FC 07 Halbstadt, Markus Bleuler, zu Wort, um die Partie aus seiner Sicht zu analysieren. Bitte. Ja, zuerst mal riesiges Kompliment an die Mannschaft, wie sie im ersten Halbzeit Fußball gespielt hat, so stelle ich mir das vor. Natürlich nicht nur 45 Minuten, sondern wenn es geht, 90 Minuten, was natürlich auch schwer ist bei so Temperaturen. Ich denke, wir sind ein hohes Tempo gegangen. Wir sind zur Halbzeit, ja, ich denke, 3-4-0 auf jeden Fall führen, dann ist das Spiel entschieden. In der Halbzeitpause stehst du da, du musst immer wieder darauf aufmerksam machen, was im Fußball möglich ist. Klar, 2-0 ist kein optimales Ergebnis, so ist dann auch gekommen. Wir kriegen relativ früh, 2 Minuten schon, glaube ich, gespielt, das 2-1. Und dann ist das Eintreten, was wir eigentlich dann auch, ja, nicht erhofft haben. Wir waren nervös, wir haben einfache Bälle verloren, nur noch die Bälle nach vorne geschlagen. Und das ist nicht unser Spiel, da haben wir auch vorne nicht die Spieler, die wo die Bälle dann halten oder verlängern. Und so kommt natürlich ein Spielzustände, wo du dann am Ende wo sein muss, dass du noch gewinnst. Ich denke, wo es dann auch nochmal mehr entscheiden hätte können, waren die 2 klare Torschüsse in der zweiten Halbzeit, wo du einfach das Training machen musst. Ich denke, dann kommt auch Nagold nicht mehr zurück. Und so ist natürlich das bis zum Schluss ein enges Spiel, aber ich denke, über die 90 Minuten gesehen war es ein hochverdienter Sieg. Und nochmal Glückwunsch an die Mannschaft, was sie
auch geleistet hat, weil, wie gesagt, wir sind ja auch immer wieder mit Verletzungen, heute wieder Stefan Bach und wie man das immer wieder auffangen. Und jetzt noch ein Späßle am Rande, ich hoffe, der Kollege nimmt es mir nicht ernst. Nagold ist auch unser Lieblingsgegner, haben 6 Punkte geholt, also deshalb hoffe ich, dass ich dann auch drinnen bleibe. Ja, der Spaß muss immer sein. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei beiden Trainern für das nette Statement jederseits und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihr FC 07. Ciao.